Frage an Sie. Hier sagt dieser Satz ja, dass genau ein Zahlenpaar existiert. Wie beweist man eine Aussage, dass genau eins existiert? Haben wir auch schon mal gehabt, da gibt es eine Strategie, genau eins, wie beweist man das? Ja? Indirekter Beweis. Indirekter Beweis? Es gibt noch ein weiteres. Ja, genau, richtig. Also man geht davon aus, es gibt mehr als eins. Genau. Das ist richtig. Das ist der zweite Schritt im Beweis, dass man zeigt, dass es genau eins gibt. Erstmal zeigt man noch was anderes. Dass es überhaupt eins gibt. Genau. Erstmal zeigt man, dass das eins existiert. Und das existiert eins bedeutet in der Mathematik ja mindestens eins. Also man zeigt erstmal, dass eins existiert, dass überhaupt eins existiert. Und anschließend zeigt man, dass genau eins existiert, indem man zeigt, dass kein anderes existieren kann. Man geht dann davon aus, dass ein anderes existiert und zeigt, dass das nicht sein kann. Also indirekter Beweis. Okay. Machen wir mal Schritt für Schritt hier. Erstens, Existenz. Zuerst zeigt man die Existenz und dann die Eindeutigkeit. Existenz und Eindeutigkeit. So. Existenz. So. Wir machen mal Folgendes. Es geht ja um Division mit Rest. Wir bilden mal den Quotienten a durch b. Man bilde den Quotienten a durch b. So, das ist eine Bruchzahl, rationale Zahl. A aus z, b aus n, a durch b ist eine rationale Zahl. Haben wir uns noch nicht gehabt hier in der Veranstaltung, macht aber nichts, kennen Sie aus der Schule. So. Von Bruchzahlen weiß man, die sind entweder identisch mit einer ganzen Zahl oder die liegen zwischen zwei ganzen Zahlen. Ja? Also entweder A lässt sich ohne Rest durch B teilen. A durch B, A ist ein Vielfaches von B. Ja? Dann ist A durch B eine ganze Zahl. Beispiel 15 und 5. 15 durch 5 ist 3, ist eine ganze Zahl. Wenn das nicht klappt, also wenn A durch B keine ganze Zahl ist, dann liegt es zwischen zwei ganzen Zahlen. Geht ja nicht anders. Das bedeutet also, wenn ich A durch B bilde, dann gilt, es existiert ein Q aus Z. So, das gilt, Q kleiner gleich A durch B kleiner Q plus 1. Das ist jetzt formal hingeschrieben, A durch B liegt entweder auf einer ganzen Zahl oder zwischen zwei aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen. Also entweder ist A durch B identisch mit einem Q aus Z oder es liegt zwischen zwei aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen, nämlich zwischen Q und Q plus 1. Also wenn ich so einen Bruch bilden kann, wenn ich A durch B bilde, dann gibt es so ein Q, das entweder identisch ist oder ein bisschen kleiner. So, jetzt können wir Folgendes mal machen. Jetzt machen wir auf beiden Seiten, rechnen wir jetzt mal B. Wenn ich jetzt mal B rechne, muss ich immer ein bisschen aufpassen bei Ungleichungen. Ne? Wenn man multipliziert, kann es passieren, dass sich die Zeichen rumdrehen, die Relationszeichen. Aus kleiner wird größer und so. Wenn ich jetzt mit B multipliziere, darf ich das? Ja? B ist eine natürliche Zahl, darf man machen, da ändert sich gar nichts, weil B positiv ist. Also hier steht Q mal B, kleiner gleich A, kleiner Q mal B plus B. So. Darf man machen, weil B eine natürliche Zahl ist. So. Jetzt ziehen wir auf beiden Seiten, quasi auf beiden und in allen drei Seiten, ja, ziehen wir QB ab, kann man auch machen, abziehen darf man ohne Probleme bei Ungleichungen. Dann steht hier 0 kleiner gleich A minus Q mal B
kleiner b. So. Jetzt weiß ich ja, dieses Q existiert. Wenn ich A durch B bilde, gibt es dieses Q. Dementsprechend gibt es auch A minus Q mal B und das nenne ich R. Und R ist ja auch, ne, wenn ich jetzt das R nenne, dann gilt A ist gleich A minus Q mal B gleich R und das heißt A ist gleich Q mal B plus R. Ja, also wenn dieses Q existiert, dann existiert auch dieses R. Beide sind aus Z. Und hier steht letztlich, dass R größer gleich 0 ist und kleiner b. Also es gibt so ein Q und es gibt so ein R. Erster Teil des Beweises ist fertig. Also, gibt es eine Frage dazu? Ja. Auf den zweiten Schritt, welchen zweiten? Kleiner, sagen welchen Schritt? Den hier? Wie man von da nach da kommt? Mal b. Ich multipliziere alles mal b. Also q mal b, a durch b mal b, q plus 1 mal b. Q plus 1 mal B ist Q mal B plus B. Ja, ich habe alle drei Teile mal B genommen. Ja? Bitte? Weil ich in allen drei Seiten minus Q mal B mache. Q mal B minus Q mal B ist 0. A minus Q mal B ist das. Und Q mal B plus B minus Q mal B ist das. Also ich, ne, wie bei Gleichungen, kann man bei Ungleichungen ja auch auf beiden Seiten einer Ungleichung was abziehen. Ich habe jetzt hier eine Ungleichung und da eine Ungleichung und ich ziehe einfach auf allen Seiten dasselbe ab. Okay. Jetzt die Eindeutigkeiten. Da haben wir gesagt, das machen wir indirekt. Wir gehen mal davon aus, dass es noch ein weiteres Zahlenpaar gibt, dieser Form, und zeigen, dass das nicht sein kann. Sei Q'R' Element Z mit Q ungleich Q' oder R ungleich R'. Das ist das Gegenteil von, sie sind identisch. Eins von beiden muss zumindest mal unterschiedlich sein. Und A gleich Q' mal B plus R' mit oder und 0 kleiner gleich R' kleiner B. Also ich habe ein weiteres Zahlenpaar Q'R', das sich von dem ersten Zahlenpaar unterscheidet. Zahlenpaare unterscheiden sich, wenn sie sich in mindestens einer Komponente unterscheiden. Also entweder das ist Q ungleich Q' oder das R ungleich R' oder beide sind ungleich. Aber das ist im Oder ja sowieso mit drin. So, und ja, das ist eben ein weiteres Zahlenpaar, für das das hier gilt. Also A ist gleich Q mal Q' mal B plus R' und R' liegt zwischen 0 und B. Na, mit 0 einschließlich und B ausschließlich. Jetzt zeigen wir, dass es nicht sein kann. So. Wenn A gleich Q' mal B plus R' ist, dann gilt ja auch wieder R' ist gleich A minus Q' mal B. Und weil das hier gilt, kann ich das da einsetzen. Ne? Also 0 kleiner gleich A minus Q' mal B kleiner b. Und jetzt gehen wir den Weg rückwärts.
auf beiden Seiten, auf allen drei Seiten mache ich jetzt plus Q' mal B. Ich mache es jetzt nochmal langsam, weil es da eben gerade Unklarheiten gab. Also 0 plus Q' mal B ist Q' mal B. Kleiner gleich. A minus Q' mal B plus Q' mal B ist A. Kleiner. B plus Q' mal B. Jetzt teile ich überall durch B. Darf ich machen, weil B eine natürliche Zahl ist. Und natürliche Zahlen teilen durch natürlichen Zahlen. Brauche ich nichts beachten mit den, mit den Relationszeichen. Q' mal B durch B ist Q'. A durch B ist A durch B. Ne? Und hier steht B plus Q' mal B durch B. Wenn ich diese Summe durch B teile, steht da ich drehe es mal rum, Q' plus 1, ja, also 1 plus Q'. Ich habe es nochmal rumgedreht. Habe es falsch hingeschrieben. So. Okay. Was jetzt hier steht, ist A durch B. Ist entweder Q', Q' ist eine ganze Zahl, oder es liegt zwischen Q' und Q' plus 1. Eine Bruchzahl kann aber nur kann nicht zwischen zwei verschiedenen ganzen Zahlen liegen. Ja? Also es kann kein Q und kein Q' geben, die unterschiedlich sind, für die das da gilt. Ja? Wenn A durch B beispielsweise zwischen 2 und 3 liegt, dann können Sie kein anderes Q' finden, 4 und 5 oder sowas. Ja? Zwischen dem A und B auch liegt. Ein Bruch liegt auf dem Zahlenstrahl immer genau zwischen zwei Zahlen. Ja? Wenn es davon ausgeht, dass ein Bruch ja jede x-beliebige Zahl x-beliebig oft darstellen kann. Und ich weiß, dass ich dieses ein Bruch von Zahlen habe, ja, dann muss ich mich fragen, warum man das jetzt das beweisen muss. Weil das ist ja dann eigentlich, das könnte man ja eigentlich auch mündlich oder eben Ausformulierung und Logik formulieren. Ich bräuchte eigentlich jetzt den Beweis, also wäre das eigentlich auch tragbar. Also Sie brauchen einen Beweis. So. Aber ich kann das doch natürlich auch mit Aussagenlogik machen, dass ich einfach sage, wir haben das und das und dann haben wir das und das, was ich Ihnen das vorher gesagt habe. Und dann ist es dementsprechend unmöglich, dass zwei Zahlen. Sie können, Sie können auch sicherlich einen anderen Beweis formulieren, der vielleicht anders aussieht, komplett in rationalen Zahlen operiert oder ähnliches. Warum nicht? Ja. So. Also, ich mache das hier mal zu Ende. Es kann kein anderes Q', was von Q unterschiedlich ist, geben, also dass A durch B dazwischen liegt. Das heißt, letztlich muss Q' gleich Q sein. Ja? Ein Bruch kann nicht zwischen zwei komplett unterschiedlichen Zahlenpaaren liegen. Jetzt ist Q' gleich Q. Jetzt könnte rein theoretisch noch R' ungleich R sein. Ne? Das könnte ja immer noch der Fall sein. Aber das ist natürlich auch nicht möglich. Sondern, jetzt kann ich natürlich Folgendes machen, dann ist R, von R weiß ich ja, das ist A minus Q mal B. Jetzt weiß ich aber, Q ist Q', also ist auch A minus Q' mal B und das da rechts ist R' und damit habe ich gezeigt, dass auch R gleich R' ist und damit habe ich einen Widerspruch erzeugt, weil ich nämlich davon ausgegangen bin, dass entweder Q ungleich Q' sein muss oder R ungleich R'. Jetzt habe ich aber letztlich gezeigt, dass das Zahlenpaar doch gleich sein muss.